Mann! Für dich kommt die Sonne auch 9 Kilo zu früh, ne? Ja, und am Sonntag dann große Therapiestunde. FC Bayern München gegen Hertha BSC Berlin. Die Frage ist, wer hilft da wem? Stehen auf jeden Fall nicht 2 Mannschaften auf dem Platz, sondern 22 Einzelunternehmen beim Tanz in den Mai. Den einzigen Tanz oder die Tänze, die die Hertha-Spieler und Bayern-Spieler momentan beherrschen, sind auf der Nase rum und aus der Reihe. Er wird auf jeden Fall ein richtiger Grottenkick. Ich habe extra bei so einem Gewinnspiel mitgemacht. Da hieß es, gewinnen Sie jetzt Karten für Bayern gegen Hertha? Ganz einfache Frage. Nennen Sie mal einen Tag in der Woche, der auf Tag endet. Habe ich geschrieben, Mittwoch. Männer, wenn Thor den Hammer wirft, ne, dann ist er ein Held. Wenn ich das mache, habe ich Aggressionsprobleme. Ne? Der Tuchel arbeitet momentan bei den Bayern an 3 Punkten. Disziplin, ganz klar. Muss den Spielern jedes Mal erklären bei Bayern, welche Disziplin machen wir hier eigentlich gerade. Konsequenz, läuft doch. Jedes Spiel wird konsequent verkackt und keiner weiß warum. Klare Abläufe. Funktioniert beim Tuchel auch bestens. Durch die Ernährungsumstellung kommt bei den Spielern eh nichts mehr Festes hinten raus. Setze den Tuchel auf eine Couch, ne? Dann verschwindet der in der Ritze wie so eine Fernbedienung. Wobei, wenn ich mir den Kahn und den Bratzo momentan auf der Tribüne so anschaue, dagegen habe ich ja gute Laune. Hätte ich als Spieler auch keinen Bock. Ich da Patt und Patterchen auf der Tribüne sehe und ich soll da Top-Leistung bringen und ich weiß, hinterher verkacken die wieder alles und geben eh keine Fehler zu. Für das Prinzip Ex-Profi in Führungsposition bei Verein zählt, die dicksten Bauern haben die dümmsten Kartoffeln. Und deshalb hat Lothar Matthäus auch nur einen Expertenjob beim Fernsehen. Andi, du hast auch noch nie im Lotto gewonnen, ne? Weil auf deinem Schein sind immer nur Tippfehler. Ja, bei Hertha BSC startet jetzt die große Goodbye-Tour 2023. Der Vorstand von Hertha hat unter der Woche noch so einen Kurs besucht. Positives Denken. Der war aber leider halb leer. Wenn Chaos klingeln könnte, ne? Da bräuchte bei der Hertha keiner ein Handy. Stell dir mal vor, Hertha BSC macht ein Restaurant auf. Wenn du da drinne sitzt, dann hörst du nur die Mikrowelle pingen. Nix gegen Paul Dardai, ne? Aber frisch ist auch anders. Alles aufgewärmt da. Vielleicht nimmt der Dardai demnächst mit Tic-Tac-Toe noch eine CD auf. Verpiss dich! Ist ja jetzt das neue Motto, ne? Den Zunitsch da nach Hause geschickt. Der hat seit 5 Spielen nicht mehr gespielt. Scheißegal, verpiss dich, ja. Gut. Wenn du jetzt sämtlichen Hertha-Spielern Disziplinlosigkeit vorwirfst und die deswegen bestrafst, dann kommt ja am nächsten Tag gar keiner mehr ins Training. Der Sunic, ey. Statt dem Sunic verpflichtet die Hertha jetzt einen asiatischen Topstar von den Zeugen Jehovas. Klingeling. Stefan, nur weil du nur Unterhose trägst, von der du Ausschlag kriegst, hast du noch lange keine Reizwäsche an. Ja, Fortuna Düsseldorf revolutioniert jetzt das Ticketing in der Bundesliga. Die wollen das so machen, alle Zuschauer dürfen umsonst ins Stadion. Ist da also das gleiche Motto wie bei jedem Kreisligaspiel. Eintritt frei. Sponsoren sollen in Düsseldorf das Geld übernehmen. Das sind 7 bis 8 Millionen Euro die Saison. Das sollen dann Sponsoren einfach übernehmen, dass die Leute umsonst ins Stadion können. Das finde ich super. Bei RB Leipzig erhöhen sie gerade die Ticketpreise. Ja, ihr seid kacke, wenn du nur einen Sponsor hast. Stefan, wenn ich dich hier so laufen sehe auf dem Platz, da denke ich auch immer, du bist garantiert auf dem Fliesentisch gezeugt worden und im Hintergrund lief Modern Talking. Yo, my heart. You're my soul. Missverständnisse passieren jeden Tag. Wir hatten mal einen Spieler, der hat sich vorgestellt. Tag, ich so, Tag, wie heißt er? Und er, Erik mit K. Ich so, ja, okay, und wie ist der Nachname? Ja, mit K. So, habe ich jetzt aufgeschrieben, Erik. Und wie ist der Nachname? Mit K. Ich so, hä? Also heißt er Erik, oder? Nee, Erik mit K. Buchstabiert er M-I-T-K-A. Ich so, ah, so. Ich dann auf dem Spieler, Erik mit K, eingetragen. Ich so, hier, kontrollier mal. Ist das so richtig? Oder so, nee, Erik, schreib mal mit C. Kevin! Boah, der ist so hohl, meint er letztens zu mir. Trainer, guck mal, ey, der ist noch so kalt, selbst die Fruchtfliegen tragen Polunder. Ist eine Hummel. Kevin, eine Hummel. Beantworte einfach diese Frage. Total easy. Welche? Nee, nochmal. Konsequenz. Nee, nochmal. Dagegen hab ich ja gute Laune. Hätte ich als Spieler auch keinen Bock. Wenn ich Patt und Patterchen auf der Bühne. Nochmal. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. Schon wieder falsch. Stell dir mal vor, Hertha BSC Berlin macht ein Restaurant. Da setz mal an. Vielleicht nimmt der Dada demnächst mit Tic-Tac-Toe noch eine. Nochmal, vielleicht nimmt der Dada demnächst. Normal, sag mal. Der ist so nitsch, ey.
Stattdessen verpflichtet die Hertha jetzt einen asiatischen Topstar von den... Nee, statt dem Sunic verpflichtet die... Ach, nochmal. Kevin! Boah, der ist so hohl, meint der letzte Trainer. Guck mal, es ist noch so kalt. Es ist noch so kalt. Es ist, sag mal,